Gut, geht's schon los, oder? Ja. Hallo, mein Name ist Marc Jenewein vom Architekturbüro Love aus Graz. Wir heißen Love, weil wir Architektur lieben. Wir heißen auch Love, weil man über die Liebe keine Lieder mehr schreiben muss. Das Marketing von unserem Büro war also schon am ersten Tag fertig. Projekt 1, Form follows Pragmatism, White, 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 in Wien, befindet sich derzeit in Planung. Michelangelo sagt, wie mache ich eine Skulptur? Ich nehme einfach von einem Marmorblock alles weg, was nicht notwendig ist. White, White, White sagt, wir nehmen einfach einen Bebauungsplan und machen alles hin, was wir dürfen. So, bin schon draußen. Cotolinsi, Form follows Party. Ein langgestrecktes Ziegelgewölbe wird zu einer Studentenbar. Dazu wird der Keller in drei Bereiche geteilt: Dancefloor Area, Lounge Area und Communication Area. Thank you, Permanent Unit aus Graz. Die haben diese wunderschönen Grafiken gemacht, die da drin sind. Projekt 3, Villa S in Leibniz. My home is my castle. Joachim S., Bauherr, sagt, ich bin so viel unterwegs, dass ich in meinem Haus meine Ruhe haben will. Ich will meine Nachbarn nicht sehen. Love sagt, das ist okay. Drum ist das Haus von außen ein Castle. Zum Innenhof hin ist alles offen und transparent. Baufeld 10, Hafen City. Form follows Baugemeinschaft. 19 verschiedene Bauherren mit höchst unterschiedlichen Vorstellungen entwickeln gemeinsam ein Haus. Klingt schwierig, aber die Nordlehner sind von überraschend hoher Gesprächskultur und Verbundenheitsgefühl geprägt. So it worked out well. Das Haus ist geprägt von seinen schubladenartigen herausgezogenen Erkern und Balkonen. Diese ermöglichen den Bewohnern eine Perspektive, von der aus sie die längsseitigen Hafenbecken sehen können. Da fährt auch die Queen Mary vorbei. Im Weiteren bildet die Fassadenteilung die dahinter liegenden Wohnungen ab. Maisonetten, kleine Wohnungen, große Wohnungen. Der Haus-im-Haus-Gedanke wird somit sichtbar. Manila, GTP 200M, Dynamic Skyscraper. 200 Meter hoch, 20.000 Quadratmeter Fläche in Projektierung. Städtebaulich eine Mischung aus Scheibe, Punkt und Linie. Das ist also eine Art städtebauliche Schlange. So, jetzt war ich wieder zu schnell. Verschiedene Nutzungen: Hotel, Shopping, Apartments, Sky Club und Green Areas. Indoor, weil Manila ist eine gefährliche Stadt, man bleibt gerne drinnen. In einem Hochhaus wollen eigentlich alle oben wohnen. Darum gibt es eine Skybridge. Movie. Spannend ist die große Räumlichkeit des Projektes. Es wirkt aus jeder Perspektive anders, obwohl es nahezu eine Scheibe ist. Es verändert seine Kontur je nach Perspektive des Betrachters. Bild links, Inside View. Man glaubt, man ist in einem anderen Haus, aber es ist natürlich das gleiche Haus. Bild rechts, Tagrendering. Glasrautenfassade mit den verschiedenen Green Levels in den verschiedenen Türmen. Projekt 6, Villa H in Graz. Form follows you. Bild oben, ein gebogener Rahmen schwebt über dem stark geneigten Hang, auf dem das Haus steht. Im Rahmen befinden sich alle Wohnfunktionen. Bild unten, rückwärtige Steinfassade. Diese schließt das Haus nach hinten zum Hang hin ab. Projekt 7, Shopping Center Altenstraße, Salzburg, Form follows Shopping. Bild 1, Love sagt, ein zeitgemäßes Shopping Center sollte aussehen wie ein prall gefülltes Geschenk. Bild 2, die Form entwickelt sich aus geklappten und geneigten Flächen. Bild 3, die Fassade besteht aus einer PTFE-Membran, welche von silbernen Alubändern überzogen wird. Das goldene Atrium bildet die zentrale Attraktion im Inneren des Hauses. Gleichzeitig ist das goldene Atrium die Lichtquelle des Inneren des Hauses. Die strumpfartige Grundform des Atriums ist Ergebnis verschiedener Lichtsimulationen. Die vergoldeten Seitenflächen unterstützen die Lichtreflexion nach unten hin. Oben, Längs- und Querschnitt des Hauses. Das goldene Atrium schwebt durch das Gebäudeinnere. Bild unten, Straßenansicht mit der im Vordergrund liegenden Parkspindel für Pkw. Bild Mitte, der Haupteingang.
in Planung. Movie. Man sieht eine Fahrt entlang der Alpenstraße. Zu Beginn die Parkspindel, vorbei am Haupteingang. Kernthema, Dimensionslosigkeit. Aufgrund der geklappten, glatten Flächen der Fassade wirkt das Haus dimensionslos, sowohl in der Höhe als auch in der Länge. Man weiß nie genau, wo das Gebäude aufhört und wo es anfängt. Es wirkt, als würde es immer weitergehen. Umbau, Gerngross City Center, Form follows Shopping 2. Derzeit wird der Gerngross in der Maria-Hilfer-Straße umgebaut und so soll er dann aussehen. Kernziel, Kundenorientierung verbessern, einzelnen Shops besser in Szene setzen, spannendes Ambiente zu schaffen und den Außenauftritt verbessern. Die Schritte zum Ziel, 1, clean it up, alles kommt raus, bis auf die Primärstruktur des Hauses. 2, create a new center, das bestehende Atrium wird zum zentralen Erlebnis- und Orientierungsraum erhoben. 3, you see what you get, Wegeführung und visuelle Sichtachsen werden sternförmig angeordnet. Die neuen Shops werden wie Schollen angeordnet, alt und neu. Insgesamt wird das Einkaufserlebnis dynamisiert. Weiche Formen führen von einem Bereich in den nächsten, sowohl horizontal als auch vertikal. Die Fassade. Adolf Loos sagt, Ornament ist Verbrechen. Joost Moewissen sagt, Form follows flowers. Love sagt, ein zeitgemäßes Shoppingcenter sollte aussehen wie eine Blumenwiese. Hierzu werden ornamentartige Paneele vor einem farbigen Untergrund gesetzt. Es entsteht ein Farbvolumen, welches je nach Perspektive mal bunter, mal weißer wirkt. Movie. Sozusagen live von der Baustelle. Die braunen Fliesen zeichnen die Wegeführung, die Lochfeldebenen in der Decke unterstreichen die Shops. Wegeführung und Deckenfelder liegen nicht genau übereinander. Der Raum wird weich fließend und in der Tiefenwirkung verstärkt. Und alles mündet im Atrium. Merci. Danke.